Okay. Oh. Die macht nur zu meinen Füßen und die macht in meiner Nähe, in meiner Umgebung. Oh ja, bitte. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sky Opus 4, zurück hier im Twilight Forest und auf der Jagd nach noch mehr Bossen, nach noch mehr Schätzen und dem Ziel oder dem Endbossen hier in dem Zwielichtwald. Das Ding hier ist, wie gesagt, kein fester Teil der Questmechanik, aber wir machen es trotzdem einfach nur so zum Spaß. Als nebenbei Unterhaltung. Wir haben dazu. Oh, ich musste die Ravenfeder mal machen. Und die Maze Map. Kann ich die Rabenfeder vielleicht schon machen? Nee, ich brauche noch Torchbearers für. Okay. Machen wir ein andermal. Was kommen als nächstes für Aufgaben? Wir sollen jetzt die Nagascale machen. Genau, jetzt können wir in den Sumpf rein. Denn da gab es vorhin einen Blind-Effekt und den Dark Forest Curse. Und jetzt können wir in andere Gebiete rein. Zum Beispiel können wir jetzt in den Sumpf. Das heißt, im Sumpf gibt es die. Okay, gibt verschiedene Optionen. Wir könnten die Hydra. Okay, verschiedene Sachen. Die Snow Queen. Wir fangen mal oben an, oder? Wir bräuchten jetzt die Phantome. Ich glaube, da drüben wäre nochmal Sumpfland. Da müsste doch die Hydra sein. Hier ist nochmal eine Nager. Können wir kurz mal kaputt machen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Trophäe doppelt. So, komm. Einfach sterben. Du schaffst das. Na bitte. So. Noch ein paar Nagascales, ein Trophäe und weiter. Und dann gehen wir jetzt mal auf ins Sumpfland. Ist hier schon. Das glaube ich, das ist nur ein kleiner Goblin-Hügel, ne? Das ist, glaube ich, nicht die Hydra-Höhle, nö. Nur ein kleiner Goblin-Hügel. Hier drin gibt es meistens sehr gute Erze. Aber ich bräuchte dafür jetzt wahrscheinlich Night Vision, weil ich sehe jetzt hier drin nichts mehr. Ich habe auch keine Fackeln am Start. Appetit, ne? Ja, Appetit. Wo ist denn hier? Das war jetzt nur generell der Berg. Okay, wir buddeln uns mal vom Berg einfach mal runter direkt. Da müssen wir auf jeden Fall in das Gebiet reinkommen. Und da sind wir schon. Perfekt. So. Das ist jetzt hier die Goblin-Höhle. Könnten hier mal ganz kurz ein bisschen Fackeln machen. Habe ich nicht auch ein Lightning Wand oder sowas? Lights. Gab es nicht so einen Lampenwerfer? Die Feral Flare, damit kann man, die kann man nur kaufen. Schade. Lass mich ganz kurz mal. Ich muss ganz kurz mal weg. Sekunde. Gab es nicht auch irgend so einen Lichtwerferstab? Wand of Symmetry? Nee. Irgendwelche Supertorches? Ja, den Torch-Charm. Die könnte man manchmal herstellen, oder? Die kann man dann auch mit Fackeln auffüllen. Den sollten wir uns eventuell mal mitnehmen gerade. Okay. Wir werden mal ganz kurz nach Hause gehen und dann mal. Da mal diesen Lampenwerfer mitnehmen. Moin. Genau, das war einer der Goblins.
Ja, ja. Komm, geht mal sterben, zack. Oh, Quest fertig für eine Cave Spider tatsächlich. Okay. So. So geil, wie wir allerdings können hier. Baby Creeper. Weg. So. Komm, wir gehen mal kurz nach Hause. Und werden dann mal ganz kurz diese Autofackel bauen. Und damit können wir dann uns ein bisschen besser zurechtfinden. Den werden wir so oder so brauchen, auch für... Oh fuck, nach Hause, nicht zum Spawn. Den werden wir so oder so brauchen, um auch zum Beispiel... Lass auch an. Im Maze nachher und so weiter werden wir den immer mal wieder brauchen. Deswegen können wir den ruhig mal schon mal herstellen. Packen wir die Sachen gerade alle weg hier. Das brauchen wir nicht. Dann können wir den Kram auch mal rauspacken. Oder warte mal, wir können es hier anders machen. Einfach mal den rausnehmen hier. So, das kann weg. Die kommen weg, die kommen weg. Den Ballon behalten wir. Sand kann weg. Die Axt kann weg. Erde, Flint, Dist kann alles weg. Das Fleisch kann weg. Andesit, die Milch, die Schaufel behalten wir ruhig. Den Gehstopper, den Flowpot kann weg. Der Filter, Cobblestone. Eimer behalten wir ruhig, die Zikade kann weg. Okay. Das ist soweit alles richtig. Jetzt packen wir hier oben die Diskette rein. Die wird dann kurz leer gesaugt. Und alles ins Lager gepackt. Das kann alles weg hier. Das kann alles weg hier. Das kann alles weg. Okay. Dann brauchen wir jetzt diese Fackel. Caving Torch. Torchgun. Was ist denn das jetzt zwischen den beiden? Moment. Da gab es sowas von Zyklik. Warte mal, jetzt können wir hier nämlich draufklicken. Steuerung. Right-click und turn on und off. Können wir als Accessoire. Aber warum? Was ist denn zwischen der und der Caving Torch? Da bin ich gerade verwirrt. Tools. Building Scepter, Cave Finder, Ender Orb, Remote Lever, Sack of Holdings, Torch Launcher, das ist der Fackelwerfer, den will ich aber nicht haben. Okay, der ist gar nicht hier drin, ne? Accessoires. Wie der Torch Charm. Okay, er sagt mir nicht, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ah, okay. Oh. Die macht nur zu meinen Füßen. Und die macht in meiner Nähe, in meiner Umgebung. Oh ja, bitte. Alles klar. Ist ein kleines Detail, aber das, ja, das können wir mal machen. Dann würde ich sagen, los geht's. Sieht's hier aus, Platz haben wir noch genug da. Du bist wieder leer, ne? Ja, wunderbar. Dann gehst du wieder da rein und wir tauschen das wieder aus. So. Halt, falsch. Ja. Du gehst rein. Fehlt dir nicht gerade ein Tool? Keine Ahnung. Anyway, wir wollen den hier machen. Ich brauche also 3 Crystallized Ember. Das heißt, 3-mal Magma, 3-mal Fire Charges. Okay. Kein Problem. 3-mal Magma, 3-mal Fire Charges. Die muss ich herstellen. Okay. Danke. Und dann... 3 Blöcke Redstone. Kein Problem. Redstone. Machen wir ruhig ein Stack fertig, ne? Was soll der Geiz?
1, 2, 3. Perfekt. Dann rund. Nee, was, irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlte noch. Für den. Weiter Gold. Gold. Wir brauchen noch Gold. Dreimal Gold. Dankeschön. Dann den hier rein und schmelzen. Zack, dann mal zwei. Und dann den hier rein. Perfekt. Jetzt macht uns dreimal die Crystals Dinger, dann können wir den Kram fertig machen. Es braucht nur Kohle, Iron Bars und nochmal Kohle und Dingens. Kein Problem. Wir werden dann noch weiter Fackeln brauchen, aber die können wir uns dann einfach herstellen und mit Chrysotöl und Wolle. Bulls. Torchberries. Okay. Wait, kann ich gar keine Fackeln machen mit... Offenbar nicht. Ich kann also nur Fackeln machen mit Sulfur. Weird. Okay. Gut zu wissen. So, da haben wir das, da haben wir das. Und... War im falschen Slot. Okay. Sehr schön, sehr schön. Da können wir ganz kurz nochmal unsere Sachen reparieren lassen, wo wir schon mal hier sind. Der Chat hier gerade mal nicht. Sollte auch relativ fix gehen. So viel Durability sollte da nicht fehlen. Und fertig. Siehste. So, gleich frisch repariert. Und voll eingekleidet. Drei Crystallized Geschichten am Start. Und damit fertig für mehr Spaß. So, ich hätte bitte gerne einmal den hier. Deswegen brauchst du mal ganz kurz 8 Blöcke Kohle. So, dann brauche ich... Ich müsste sogar noch alles da haben dafür. Genau. Einmal den Kollegen und... Mal. Kurz mal in die Hand nehmen für den Fall, dass es was triggert. Und dann die Caving Torch Charm. Zack. So. Und er hat sogar schon eine platziert irgendwo. Irgendwo war noch Dunkelgras, hat er da eine Fackel hingestellt. Oh boy, coole Sache das. Huch. Das ist off und das ist an, okay. Das sieht man da nicht direkt, aber ist nicht schlimm. Wo kommt der Muschelum gerade her? Okay. Hab ich den hingesetzt? Ich bin mir unsicher. Dann lass mal noch ein paar Fackeln machen, schnell. Oder mitnehmen einfach. Und jetzt sammelt er die... Wie viel ging da gerade rein? Wie viele Fackeln setzt denn der gerade? Da, fuck. Okay. Der platziert gerade so einige Fackeln. Okay, da. Okay. Wo macht denn die ganzen Fackeln hin? Hier eine. Da unten drunter. Okay, das ist blöd. Das ist eher unpraktisch. Ich muss dann später einfach mal durchgehen und die ganzen Fackeln durch Lichter setzen. Ist hier nicht schlimm. Spare mir das Ausleuchten. Aber ist interessant. Okay. Dann lass mal gleich noch ein paar Fackeln machen, weil die brauchen wir auf jeden Fall noch. Durch zwei, drei Stacks und mache ich hier so ein paar Stacks fertig. Zack, fertig. Und... Der Mushroom kann weg. Kurz schlafen, aufstehen und jetzt ab zurück in den Zwielichtwald und dort jetzt entsprechend dann ausleuchten lassen. Ich werde mal ganz kurz hier ausschalten. Dass er nur das auslöst in Fällen, wo wir es eben wirklich brauchen. So. Und wir lassen uns mal diesen großen Hügel aufsuchen. Da gibt es dann meistens noch ein bisschen mehr zu sehen. Und da kennst du an der Karte so ein bisschen, da gibt es diese kleinen Hügel und dann die großen Hügel. Und wir gehen mal in diesen großen Hügel rein.
Okay. Dann haben wir den hier. Und los geht's. Solltest du nicht jetzt on? Du bist an. Warum bist du? Warum machst du nichts? Okay. Der gerade überhaupt irgendwas? Ich bin unsicher. Au! Purchase your surroundings while in your inventory. Ja, solltest du auch machen. Tust du aber nicht. Warum nicht? Gibt es dafür einen besonderen Grund, warum du es nicht tust? Oh, hi. Okay, das ist... Kann mir einer erklären, warum das nicht geht? Weil ich bin gerade unsicher, warum das nicht funktioniert. Hier ist definitiv dunkel. Sehr dunkel. Das Ding sollte eigentlich jetzt hier in der Lage sein. Das auszuleuchten alles. Okay, also wir stellen fest, dass mit dem Ausleuchten ist irgendwie nicht so geil. Im Twilight Forest, warum auch immer das nicht geht. Okay. Blöd. Blöd, 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 blöd. Der hat wirklich nicht, warum es nicht funktioniert. Anyway, dann gehen wir weiter. Wir brauchen als nächstes das Sumpfgebiet. Ist das blaue? Ich glaube, das blaue ist das Sumpfgebiet, ne? Es ruckelt gerade ein bisschen, weil wir jetzt gerade die Ebenen generieren müssen. Das heißt natürlich auch, hier war gerade noch keiner. Das heißt, bisher ist es alles noch... Warte mal, kann es eventuell, dass es die... auf Fackeln gehen?
Fackeln generell gehen hier. So, das ist der, ja, der Zwielichtsumpf. Und hier drinnen müsste jetzt irgendwo die Hydra zu finden sein. Die Hydra und der... Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Aua, aua, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich glaube, die Hydra ist sogar da drin, ne? Aber hier sollte auf jeden Fall der... ein Labyrinth zu finden sein. Das Maze. Ja, da ist die Hydra-Höhle. Da sieht man es schon. Wir wollen also erstmal ganz dezent das Labyrinth. Das Labyrinth des Minotaurus. Um dort dann entsprechend... Oh, warte. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, yep, das sieht gut aus. Ah, jo. Na dann, runter da. Dann bräuchte man von Hand aus, würde ich sagen, oder? Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber was willst du machen? So... Hier gibt es schon wieder dicken Loot. Müssen wir aufpassen hier. Einige Kisten sind hier mit Sprengfallen versehen. Nicht alle, aber ein paar. Moin. Tschüss. So, tschüss. Ja, Kuhmänners. Ihr könnt ja nichts. So, und weg. So. Wollen wir erstmal den Maze-Fokus, damit wir die Maze-Map machen können. Und mit der können wir dann... auch den Geheimraum finden, wo es dann den Worldbreaker gibt. Oder den Maze-Breaker. Eine Picke, mit der man auch vernünftig durch die... Aber ganz ehrlich, mit unserem Hammer hier kommen wir wunderbar durch. Den Worldbreaker oder den Mazebreaker brauchen wir dafür nicht unbedingt. Aber ich glaube, es gibt auch ein Advancement dafür, von daher machen wir es halt ruhig mal mit. So, zack. Ja, wäre natürlich schön, wenn der Cave die Höhlenlampe gehen würde, aber das ist wohl nicht der Fall hier. Warum auch immer. So, da geht's runter in die nächste Ebene. Das ist schon mal gut. Da müssen wir auch hin für den Minotaurus. Ich hätte nur gerne noch wenigstens einen Schatzkammer hier oben gefunden. Ich glaube, es sind doch recht wenige Kisten hier oben. Immer Sonnenlicht. Okay, hier sind wir runtergehüpft, ne? Ja. Hier sind wir runtergehüpft. Ach, Mann. Fucking Feuerhorsties. Ah, na bitte hier. Da müssen wir hin hier. Hier sind wir richtig. Zack. Moin. Moin. Tschüss. Das gute Fleisch können wir auch gleich essen, alles. Roh und gebraten. Dafür gibt es nochmal extra schön Punkte. So. Einmal kurz ausleuchten alles hier. Zack. Ja, hier gehen einige Fackeln bei drauf.
Es ist halt ein reines Labyrinth. Und garantiert gleich nicht wieder zurück zur Kiste. Das sehe ich jetzt schon. Der erste Stack Fackeln ist auch bereits durch. War glaube ich hier längs, ne? Genau. Wozu mal nehmen, für den Fall, dass es eine Quest triggert. Und ja, der Kistenraum. Nichts weiter. Mal eine Kiste und ein Spawner. So. Okay, wie sieht's aus? So, da. Da haben wir die Steel Leaf Picke. Okay. Den Charm of Keeping. Aber keinen Maze Focus, ne? Nee. Den Maze Focus findet man auch sehr häufig in. Findet man auch sehr häufig in den Türmen. Okay. Hier ist also nichts weiter, dann los. Die Maze Map hilft halt auch, ein bisschen die Übersicht zu behalten, wo man bereits gewesen ist. Und hinter welchen Ecken eventuell eben was lauert. Also, eine Schatz, ein Geheimraum. So, ich denke, wir haben die obere Ebene halbwegs abgegrast. Moin. Ja, brauchst gar nicht zu gucken, bist schon wieder weg. Du kannst ja nichts. Hier fehlen die ganzen Fackeln übrigens. Normalerweise sind immer Fackeln an der Wand. In diesen Sackgassen. Die fehlen hier gerade komplett. Und das war's mit den Fackeln. Wow. Das waren gerade 3-6 Fackeln oder so. Okay. Und ich habe keinen Sulfur, um neue zu machen. Müsste gleich mal nach Hause gehen. Status. Nichts Brauchbares. Was auch öfter hilft, ist die Insektenkönigin. Die kann man mit ihnen ausquetschen und macht die so temporäre Leuchteffekte. Schön wäre hier jetzt auch Tinkers mit dem Glowing-Effekt auf einer Waffe. Dann hast du zwar über die Rotzeflecken, aber das schafft halt eben auch eine andauernde Beleuchtung. Okay. Das war's schon wieder hier in dem Maze. Und wir könnten es auch einfach nur rein theoretisch einfach nur runterbuddeln. Und dann. Ach ja, da ist Bedrock. Zwischen den Ebenen war Bedrock, ich erinnere mich. Ja, da war TNT drunter. Jetzt ist es meins. Hi. Status. Ein Haufen Kram, aber keinen Maze Focus. Schade. Mm, 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 mm.
Tja. Tja. Wenn er wenigstens das Ding funktionieren würde hier, wäre das jetzt. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Ich werde, glaube ich, gleich zu Hause gleich mal versuchen, den anderen zu machen. Also den. Auch nix. Also den machen, der zu den Füßen Licht macht und nicht nur überall in der Umgebung. Der würde ja auch schon reichen, da kann man zumindest draußen weiterlaufen. Und dann würde er automatisch die Fackeln setzen. Egal, wo du langläufst. Ist halt auch eine große Hilfe. Okay. Und ich hab mich schon verlaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es runtergeht. Können sie aber eventuell rausbuddeln, einfach nach oben und nach Hause gehen. Tschüss. Da war der Fire Beetle, der kann ja nichts. Okay. Das sind übrigens die Torchberries hier. Die hatten wir vorhin gesucht gehabt. Oh. Und da hätte er noch was versteckt. Okay. Habe auch wieder keinen Map-Fokus. Hi! Ja. Ist hier guter. Im Dunkeln durch die Gegend flitzen. So, hier war der Dingsraum schon. Wo geht denn das hier runter in die nächste Ebene? Vielleicht finden wir doch nochmal einen Gang nach unten, bevor ich nach Hause gehe. Kann ich zumindest dort mal im Dunkeln kurz rumtapsern. Und versuchen dort die sag schnell und versuchen dort die was ist denn, wenn ich so tue? Okay, weißt du was? Wir machen es einfach so, oder? Wir gehen einfach mal so durch die Wände und fertig. Wenminer und Dings. Das läuft. Zack. So. Einfach mal kaputt machen und fertig. Scheiß drauf. Hier ist schon wieder Ende. Okay. Was ist hier hinter? Moin. Hier hinter schon wieder. Ja, hier ist Ende. Da ist nichts weiter. Da geht es auch nicht durch. Spawnt denn hier schon nicht nach, sag mal. Mal eine Kiste. Danke. Würde ich ja wirklich langsam mal so alles. Oh, warte mal, hier ist noch mal Zeug. Mal ein Spawner, der kann weg. Okay. Weiterhin kein Maze-Focus. Hab ich noch was gesehen? Da war nichts mehr.
das Ende, oder? Nee. Hier waren wir schon mal. Da ist der Durchgang zum anderen Gang. Okay. Hier ist Ende. Jetzt stress doch nicht. So. Ah, nee, das war nur das andere Wasserbecken. Wo war der Durchgang nach unten? Ich hatte ihn schon irgendwo gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah, hier. Perfekt, okay. Dann mal runter in die nächste Ebene. Moin. Und ich werde noch das Kamera hochdrehen für euch. Optionen, Video-Settings. Ne, ist schon Brights of Bright. Da ist nichts weiter. Oder? Oh! Ah! Ich habe den Geheimraum gefunden. Sehr gut. Nice. Alles klar. Das ging jetzt relativ schnell. Zack. Aber kein Maze-Fokus, oder? Nö. Weird. Aber hier ist der. Nee, das ist die Liv-X. Ey! Kein Worldbreaker? Okay, dann nicht. Dann eben nicht so. Also dann machen wir es noch fertig und holen wir noch ganz kurz hier den. Ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht genug. Hi. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Ich habe diese dummweise keine Fackeln mehr oder irgendwas da. Um wirklich den Weg zu leuchten. Der Maze-Map-Fokus, den haben wir jetzt. Perfekt. Können wir jetzt die Maze-Map machen, die ich nicht mehr brauche. Weil wir den Dings bereits gefunden haben. Den. Moin. Tschüss. Hier sind nur Pilze. Weil wir den Geheimraum bereits gefunden haben. Nur dafür braucht man die Maze-Map eigentlich. Oh, ich sollte vielleicht dringend noch was essen gleich. Ich sterbe mit schlechten Hungertod. Aber lass noch wenigstens den Mushroom-König finden. Ist eigentlich gar nicht so gut versteckt. Noch mehr Milch. Keine Fackeln? Keine Fackeln. Ich bräuchte Sulfur. Für Fackeln. Ich kann mit, zwar mit Kohle Fackeln machen, aber es sind dann nur die kleinen. Die bringen nicht wirklich was. Ende. Warte mal, wir könnten einfach so machen.
Fuck. Das ist nur ein bisschen einfacher dann. Hi. Um dich hier durchzufinden. Fuck. Ja, ist ja gut. Lass das, habe ich gesagt. Ach, Mann. So. Was haben wir denn da? Tralut, aber nicht der Mushroom-König. Versteckt denn sich jetzt noch die Sau? Da kann der gar nicht weg sein. Hier ist er. Ihr findet. Moin, moin. So. Kurz mal einen Salat essen und dann geht's ab. Ist zwar dunkel wie im Bernasch gerade, aber was willst du machen? Hi. Ja, mach du mal. Und tschüss, danke. So. Und so. Und den noch. Okay. Da haben wir den Mief Stroganoff. Und den brauchen wir. Damit schalten wir dann den nächsten Bereich frei. Die Diamond Minotaur Axt. Extra Level Charging. Ja, machen wir genauso. Ne? Nur halt noch schöner. So. Gehen jetzt essen und dann sind wir schon bereit für. Also, wir haben keinen Hunger gerade, macht nix. Aber das war dann für den Maze-Fokus. Alles. Haben wir jetzt den Maze schon mal fertig? Das Labyrinth. Dann können wir als nächstes dann mit dem Mief-Stroganoff dann an die Hydra rangehen. Und mit dem Hydra-Fleisch dann an das nächste Zeug. Und so weiter und so fort. Ah, sehr schön. Sieht jetzt aus. Wir können mal ganz kurz die Sachen einlagern. Das geht mal alles ins Lager jetzt. Und wir essen dann gleich noch den Mief Stroganoff, wenn wir soweit sind. Aber nicht mehr heute, denn die Folge ist schon wieder viel zu lang geworden. Und ich muss auf jeden Fall zum nächsten Mal gucken, dass ich den Fackelwerfer fertig kriege oder die andere Laterne fertig kriege. Weil, naja, wir könnten... Naja, ich versuch den mal gerade noch. Die andere Laterne wäre natürlich viel, viel, viel schöner hier, die hier, aber die kostet eben 20 Coins und die gibt es nur im Amadron, auch nicht immer verfügbar, sondern nur ab und an. Und alternativ dazu gibt es keine weiteren Möglichkeiten zum Ausleuchten, denke ich, zumindest nichts, was ich wüsste. Also müssen wir auf jeden Fall damit zurechtkommen. Angel Wand Core, Action Wand Core, Wand of Symmetry, Ice Wand, ja, bringt alles nichts. Bringt das Ding es eigentlich? Achso, damit kann man... Okay. Ja, das ist nur zum Blöcke zerstören. Ja, wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne subscriben. Oder links zu Wiesling. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis in der nächsten Folge. Wieder bis dahin. Tschüss.